Moin Leute, willkommen zurück zu Let's Play StarCraft 2 Heart of the Swarm. Jonas, du hast noch nicht dazwischen gelabert. Wie wär's mit Zwischenlabern? Penis! Boah, Jonas, du Lappen. Ja, okay, also es steht 1:1 zwischen den Lappen und den Oberlappen. Und ja, ja, die Oberlappen natürlich. Oh, und dann fechten wir jetzt aus. Dann verkrümelt euch mal aus dem Channel. Ach, ja. Hier. Warte. Wow, hier ist geschlossene Gesellschaft. So, okay. Ja. Wieder Map Tempest. Da hatten wir jetzt am Anfang Glück. Ich hoffe mal, das bleibt so. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir die Lappen mal wieder platt, ne? Ich bin dafür, du machst genau dasselbe nochmal. Okay. Reaper oder? Ne, das mit Battlecruiser. Das mit Battlecruiser, ja. Mag ich die Strategie ehrlich gesagt nicht, aber. Ne, okay. Oder du machst halt Battlecruiser mit. Die haben ja gar nichts gebracht zum Schluss. Ja, weil die ausgekontert haben. Aber stell dir mal vor, die hätten so eine Armee gehabt wie vorhin. Marines und Kolosse. Okay, ach ja, außerdem haben die nicht so viel gebracht. Ja, die haben auch nicht so viel gebracht, weil, hier weißt du. Du hattest ja Waffenlager nicht gebaut, ne? Da musstest du eigentlich die Upgrades für erforschen drinne. Für, ja, damit die halt ein bisschen stärker werden. Klar. Die Attack-Upgrades, Defense-Upgrades und so. Die sind nämlich ziemlich wichtig geworden. Ja, soll ich wieder scouten gehen, oder? Ja. Ja, passt. Kann anstatt mal links am Anfang ein paar Reaper bauen und die einfach... Ja, kannst du machen, aber du musst unbedingt darauf aufpassen, dein Geld auszugeben. Das ist ziemlich wichtig. Meistens ist es sogar wichtiger als Micron. Weil wenn du am Ende so eine fette Armee hast, im Gegensatz zu so einer Mini-Armee, dann bringt dir auch das beste Micro nichts mehr. Scheiße, voll am Failen wegen Gate und so. Aber ist das eigentlich immer Cross-Position? Werde ich mal ausprobieren. Mal gucken. Was ist das? Oh, anscheinend ist mein Internet. Nico, hörst du mich? Losgelegt. Oh, ja, okay. Ja, mein Internet war gerade am Lutschen. Ist jetzt wieder da. Oh, haben wir Cross Position? Nein, die sind nicht Cross. Schade. Scheiße. Jetzt weiß ich nicht, wohin ich. Ja, ich denke mal, die sind rechts. Einfach nur mal so. Ja, hart gedisst und so. Ne? Ja, ich denke mal, die sind rechts unten. Ich hoffe mal. Sonst bin ich am Arsch. Ja, dann werde ich dieses Spiel mal auf Träger und Stuff gehen. Also. Nein, die sind nicht rechts unten. Ach, scheiße. Ja, ach, was. Habe ich jetzt auch nicht mehr. Ja, ich weiß. Was soll ich denn dagegen machen, ne? Kannst du mir mal sagen? Töten. So. Ja, geht schwierig. Aber geht schwer. Danke alle. Ja, ist wirklich so. Oder ich werde mal so einen Mars Sentry Wash machen, das geht auch. Wäre auch ganz lustig, glaube ich. Die einmal so am Ausrasten zu sehen. Ja, du musst die was machst du da unten mit dem Reaper? Da, Sonne, töten. Ja, weiß ja, dass ich Reaper bin. Hat er nicht schon gesehen, dass du Reaper hast? Nee. Er stand da hinten. Okay. Ja, dann tu mal deinen Job. Versuch so viele Probes wie möglich rauszufokussen. Und den Reaper nicht zu verlieren.
Wo soll ich einen Pfeil hinstellen? Achso, da, ja, passt. Ah, ja, genau. Ah, fuck. Das ist doof. Overseer. Overseer? Overlord meinst du? Overlord, ja. Ja, werde ich einfach mal den Sentry Wash machen, einfach weil ich es kann. Ja, passt schon, oder? Ich leck hier so. Bei dir auch? Ne, bei mir leckt es nicht. Hast du Gas übrig? Nee. Okay. Alter, hast du wenig Arbeiter an Mineralien? Alter, machst du viele Defos? Ah, dein Reaper. Nö, der überlebt schon. Ja, wenigstens bist du weggekommen. Was von Time, also. Ah, da ist noch ein Overlord, den kann ich wegsnacken. Weil ihr Overlord. Ach, den geht. Und sonst werden ganz scheiße hinstellen. Ich warne von sonst keinen in deine Basis, okay? Ja, kannst du machen. Ja, der Stalker hat Dingens gekillt, super. Haben wir 5 Marines für Nische. Ja. Und du musst unbedingt daran denken, eine Eco aufzubauen. Dabei. Wenn ich einfach mal die Echse von Jan hier kicken, die geht mir nicht auf den Sack. Das passt so. Okay. Dann werde ich noch nicht die T-Schwein setzen. Brauche ich nämlich. Und außerdem mal mit dem Warpress mal gleich ein bisschen Stress machen. Ah, shit. Hat er meine Dingens entdeckt? Nice. Okay, wieder weg, 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 weg. Okay, ich hab 4 Gays. Ja, weiter ich noch. Ja, passt so. Warte. Ich glaub, du kannst dasselbe nochmal machen.
baut jetzt am Heil. Ist mir egal. Puh. Nice. Nice. Oh, Koloss. Oh, die machen Go. Hast du was? Ein BL-Cruiser, zwei. Okay, schnell, komm. Du musst mich hier protecten, geht nicht anders. Oh fuck. Oder du musst dich mit protecten, das kann auch sein. Okay. Okay, jetzt mal, du musst auf alles gehen. Ja, da würde ich sagen, haben wir gewonnen, wa? Oder? Ja, das war in der Basis noch. Ach, fuck. Ja, das sollte eigentlich passen, oder? Ja, passt. Ja, die greifen mal hier einfach Zeug an. Oh mein Gott, ey, ich hab ja null Upgrades, ey. Ja, passt. Okay, versuchen zu belagern und ah, fuck. Ich glaube, die wollten uns vorher nur verwirren oder so. Keine Ahnung. Hier ist noch mal ein Mutterschiff. Nee, halt drauf. Ah, nee, gar nicht. Halt nicht drauf. Okay, reparieren lassen musst du das. Wo ist mein Observer hin? War doch gerade hier noch irgendwo. Ach, fuck. Ach, da war der. Wie gut. Da hat er wohl ein wenig gelutscht. Ich brauche unbedingt eine Echse und du solltest deine Echse mal mal endlich benutzen, das wäre vielleicht nicht schlecht. Greif mich an. Okay. Mineralienfeld erschöpft. Mineralienfeld erschöpft.
Oh fuck. Ja, was, dann werde ich einmal nach hier oben gehen und dann mal gucken, ob da noch irgendwas ist. Sieht alles. Ach man, ey, das lutscht doch. Fuck. Ich habe immer noch keinen Charge, oder? Ach man. Ah, doch, habe ich. Meine Fresse. Komm mal mit in die Mitte mit deiner Armee. Wo ist deine Armee? Ich hab keine Armee, ich muss erstmal wieder Eco abbauen. Wie? Hat er alles kaputt gemacht? Ja, ich hatte keine Eco, ich hatte noch zwei Arbeiter. Da haben wir den Worker bei mir drin. Ja, passt, oder? Würde ich sagen. Ach man, ich hab meine Sonden falsch gewählt. Mann, ich hoffe, das war doch jetzt mal. Na endlich, ey, lief da. Oh, was ein Game. Komm nicht mit Battlecruisern klar. Ja, wenn du meinst. Viel zu lang. Ach was. User joined your channel. Tja, gefickt war. Ja, warum? Zwischendurch hattest du nur Sentries, ne? Und dann habe ich gesagt, sollen wir jetzt angreifen? Dann hatte ich da so ein paar, so zwei Kolosse stehen und Jan hat gesagt, er will noch auf Gräberklauen warten und hätten wir da angegriffen, hätten wir gewonnen. Ich weiß nicht, ob wir gewonnen hätten, aber wohl doch, glaube ich schon. Ihr habt doch angegriffen, oder? Wir haben viel, viel später angegriffen. Naja. Aber dann hättest du in der Basis. An, ja. Ja, da kannst du an meinen 5 Kolossen. Nur das ist nur eine Einheit mehr hat sich getötet. Wow. Ja, Jan war Zerg, also. Eben, deshalb. Naja, obwohl. Zerg-Gegner. Hydras und Stalker sind jetzt vorne. Von ja, ich muss da was machen, ich habe noch keinen Schössling auf dem Weg. Ja, ja. Das geht trotzdem verdammt schnell kaputt. Ja, aber ich weiß ja, Jonas, weißt du jetzt, weil ich die ganze Zeit mit Stalker meine? Wie scheiße die im Kampf sind? Ja, ich wollte auch erstmal, warte mal, was wollten wir ursprünglich nochmal machen? Ich wollte Blink, oder wie? Ach nee, ja doch. Erstmal wollten wir halt so machen, dass ich Blink Stalker spiele und er Roaches und dann dich irgendwie auf Immus zwingen und dann auf Void Race. Aber dann hattest du auf einmal Void Race. Ah, super. Wieso wolltet ihr mich aufs Void Race zwingen? Auf Immus zwingen. Ach so, warum? Weil du dann einen ziemlichen dicken Ubotech stehen hast und der dann vollkommen nutzlos ist. Warum? Was wolltet ihr danach machen? Dann musst du erstmal umtechen, dann können wir einmal deine Armee crushen und dann hätten wir eigentlich schon gewonnen. Wieso Armee crushen? Wenn du nur Immus hast gegen Void Race. Oder nicht ach, nur Immus, ach, aber so, ihr wollt Void Race machen? Ach so. Ja. Aber die ist klar, also wenn ich einen Robotech spiele, dann, also auch im 1 gegen 1, wenn der einer Triple Target Void Race geht, ich lasse mich davon nicht beeindrucken, ich mache einfach weiter Zealot Kolosse und hab dann irgendwann Archons noch dabei und drei Archons reichen, um dann irgendwie 13 Void Race auseinanderzunehmen. Weil du hast dann noch Sentries und Stalker hinter. Und das einzige, was Stalker, Void Race dagegen machen können, sind halt die Stalker anzugreifen. Weil Archons sind mega tanky, Void Race machen gar keinen Schaden dagegen, weil die jetzt nur noch gegen gepanzert gut sind und gegen alles andere scheiße. Weißt du ja vielleicht, da diese Fähigkeit da nicht mehr Schaden auf gepanzert macht. Und ja, dann machst du da pro Sekunde 10 Schaden an einem 360 HP Archon. Und ich mach pro Sekunde 25 Schaden im Splash. Normal.
Ja, außerdem habe ich dann wahrscheinlich bessere Upgrades als du, weil AR-Upgrades einfach so arschteuer sind. Und ja. Sentries dahinter, die reduzieren den Schaden um 2, das heißt, du machst nicht mehr 10 die Sekunde, sondern dann machst du nur noch 6 die Sekunde und dann ist scheiße. Warum nur noch? Ach ja, weil die auch Rüstung haben, ja. Ja. Aber. Penis. Wenn das so funktioniert hätte wie sollte, dann wäre es voll cool gewesen. Mit der Taktikbesprechung am Anfang. Tja, hat's aber nicht. Ja. Was heißt das? Ihr lutscht, richtig. Du hast wahrscheinlich einfach nur Nico gesagt, was er tun soll und Ende. Ja, toll, was hat Nico denn gemacht? Der hat am Ende 2 Battlecrews. Ja, weil er mir die Ego zerflex hat, da wo ich gerade angefangen hatte. Okay, dann musst du die wegziehen. Na ja, egal. Ja, dann sagen wir erstmal tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Haut rein.